Hey ho meine Lieben, es ist mal wieder Dutch Oven und Grillkutterzeit. Jawohl, mitten im Sommer, warum nicht? Wir haben Besuch, beziehungsweise der kommt nachher erst von genau da drüben, hier rüber. Das ist der Nils, den ja aufmerksame, längere Zuschauer kennen ihn. Er hat mir damals geholfen, Dach abdecken, bevor ich überhaupt mit der Grillkutter angefangen habe. War irgendwas mit dem ersten oder zweiten Teil. Da hat er mir mitgeholfen und ja, wir sind in Kontakt geblieben. Er ist jetzt nach 2 Jahren endlich mal wieder nach Mödingen gekommen, eben Besuch da drüben, und er kommt heute Abend zu uns rüber und dann werden wir zusammen datschen. Ich mache jetzt die Vorbereitungen und ich habe euch auch noch was mitgebracht, und zwar das neue Einfach genial grillen vom Oliver Sievers Dutch Oven. Jawohl. Das Buch ist auch wieder schön aufgemacht. Also ganz kurz mal hier reingucken. Also das einzige Manko ist, da ist was mit Fisch drin und da sind ein paar kleine vegetarische Rezepte drin, aber die sind bestimmt aus Versehen damit reingekommen. Wollen wir es nicht verzeihen, und ja, ein bisschen Vorwort. Dann richtige Verteilung der Briketts, Tabellenangabe für Temperaturen, also kurz und knackig gehalten, kann man sich ohne Probleme durchlesen, sind 4 Seiten, passt wunderbar. Dann sind Suppen und Eintöpfe drin, und da komme ich schon wieder auf die Fischsuppe. Aber es sind auch andere leckere Sachen drin, Gulasch, Gambo, Karotteneintopf, Kürbissuppe, Pfundstopf, Wurstgulasch, Cannellonis, geschmorte Schweinebäckchen und hier Paprikahähnchen. Und genau das machen wir heute. Beziehungsweise nicht ganz genauso. Ein klein bisschen abgewandelt, sprich Paprikahähnchen nach Oliver Sievers. So nennen wir das Video ja auch. Und ja, ohne Abwartung wäre es nicht von mir. Okay, dann gehen wir darüber, schauen wir an, was wir an Zutaten haben und inwieweit sich das von dem Originalrezept unterscheidet. Also viel tut sich nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen. Gehen wir rüber. Da haben wir dann schon die kurze kleine Übersicht. Geschnippelt wird heute übrigens draußen in der Grillkutter. Das mache ich nachher gleich zusammen mit Nils. Und ja, jetzt machen wir mal den kurzen Abgleich zum Originalrezept. 1 Kilo ausgelöste Hähnchenschenkel ohne Haut. Wir haben uns entschieden, wir nehmen ganz einfach 1 Kilo Hähnchenbrust. Das ist der erste Unterschied. 3 Kilo Barbecue-Rub für Hähnchen. Da steht im Buch direkt ein Rezept drin. Wir haben uns entschieden, das Putt-Putt zu nehmen vom Klaus. Jetzt können wir das auch gleich mal testen. Ja, das waren eigentlich schon die größten Unterschiede. 100 Gramm Zwiebeln. Gut, die hatten ein paar Gramm mehr. 2 Knoblauchzehen. Da nehme ich jetzt einen, so Knollenknoblauch. Dann 2 Esslöffel Paprikamark. Da haben wir extra Paprikamark organisiert. Dann 500 Gramm oder 500 Milliliter Hühnerfond. Haben wir hier ein Geflügelfond, passt also. Dann 500 Gramm rote Spitzpaprika, haben wir hier auch, wunderbar. 400 Gramm bloß, naja, muss auch ausreichen. Dann haben wir noch ein Bund Frühlingszwiebeln. Ja gut, der fällt halt etwas dicker aus. Das ist dann der Ausgleich hier. Dann 250 Gramm Frischkäse. 300 Gramm passt auch, und 250 Milliliter Sahne, 200 Gramm, ja, Frischkäse, Sahne, gleicht sich aus, Salz und Pfeffer. Also der Hauptunterschied, bisschen anderes Gewürz, und statt Keule haben wir halt Hähnchenbrust. Naja, und eine Chilischote lasse ich weg zugunsten der Kinder. Gut, dann packe ich jetzt alles komplett zusammen. Pack mir den FT9. Ich glaube, das steht drin. Ja, klar, logisch.
Zutaten Petromax FT9 steht ja ganz groß oben drüber. Gut, ich packe alles zusammen und dann sehen wir uns draußen wieder. Das bisschen für den FT9. Also ich hätte einen kleineren Topf genommen, aber gut. Und hier hinten hockt schon der Nils am Schnibbeln. Ich komme jetzt gleich hier dazu. Moment. Weil der Nils hat mir gestern die Story vom toten Pferd reingeschraubt über seine Grillpartys. Und da sage ich doch, das ist ein Haufen Arbeit, da hast du doch so viel zum Schnibbeln. Und dann hat er gesagt, er hat so geile Messer, der schnibbelt es ruckzuck. Da habe ich gesagt, gut, dann kannst du halt ausschneiden. No Gelle? Problem. No Problem, das ist gut. So, ich bereite mir hier jetzt den Grill vor. Hähnchen wird klein geschnitten und ja, feuer die Kohlen an und danach holen wir euch natürlich gleich wieder dazu. Tja, Freunde, man soll die Cam auch einschalten. Also, ich hatte gesagt, Nils ist fleißig am Weiterschnippeln. Ich habe auch in den Putt-Putt-Nei gerochen. Ich mach's euch nochmal vor. Also so richtig mal den Riechkolben reingesteckt. Ungefähr so war das vorher auch. Und Leute, das riecht gut. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen beherrscht. Nicht, dass es uns so geht wie ja, mit dem Toast, mit dem Pfeffer. Ja, Handschuhe habe ich keine herin, deswegen mische ich das mit dem Ding schnell durch. Und ja, gleich geht's mit den Dutch-Ofen los. Also schnippelst du ja wirklich recht schnell. Geht, ne? Oh, gut, so haut der da rein. Brauche ich danach ein neues Brett, oder? Nee. Wisst ihr, was der schönste Besuch ist? Das ist der, wo freiwillig mithilft und noch sein eigenes Werkzeug mitbringt. Mhm. Apropos, will noch jemand das Wochenende vorbeischauen? Ja. Gut. Oh, ich glaube, das reicht so geschnibbelt. Ja. Danach wird jetzt noch die Paprika und die Frühlingszwiebeln in Ringe geschnibbelt. So steht es auch im Büchle drin. Und ja, gleich ein Dutch-Ofen. Tja Leute, was soll ich sagen? Das Töpflein heizt auf. Ich schmeiß gleich mal ein Sputz Öl hier rein. Der Nies ist fleißig weiter am Schnibbeln. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den schon längst noch mal wieder eingeladen, dass der so viel schnibbelt und so schnell. Ja. Wir bleiben aber schon dran. Ja, wenn du noch weiter raufschwimmst, nicht. Na, da warten wir es mal mit einem Stück, ob sich da schon was tut. Jo! Ich denke, das ist Hähnchen, das können wir alles auf einmal da reinwuchten. Oder was meinst du dazu? Ich komme. Als alter Dutch-Ofen-Meister. Ich glaube, du machst das schon. So, dann schmeißen wir mal die Zwiebel und den Knoblauch hier mit rein. Rauskommen hier. Bleibt nichts drin. Ja, nichts verschwenden hier. So. Das tun wir jetzt ein bisschen mit anschmurgeln. Und ich denke, in ein paar klitzekleinen Minütchen geht's auch. Was ist denn der so ohne Helm gefahren? Ja, in ein paar klitzekleinen Minütchen geht's auch hier schon wieder weiter. So, Freunde, hier nehmen wir jetzt das Paprikamark. Und ich muss sagen, Paprikamark unbedingt. Das gibt mal noch richtig Geschmack in die ganze Geschichte. Oder Nils, was meinst du dazu? Ja, besser wie alles andere. Ja. Was schreibt er? 2 Esslöffel. Sag Stopp. Ja, 1. Und? Was? Noch 1. 2. Wir wollen ja auch nicht Geschmack. Jawohl.
unterrühren und nochmal für ein paar Minütchen köcheln lassen. Halt, war da nicht noch was? Ja, mit dem Vorablöschen. Das darfst du jetzt machen. Aufschütteln, aufschütteln, aufschütteln erst. Jawohl. Immer erst ordentlich aufschütteln. Nicht so mädchenhaft. Reicht das? Ja. Gleich alles? Ja. Und mit den Vorablöschen, so steht es im Buch. Und jetzt lassen wir das ein paar Minütchen vor sich hinköcheln. Ja, für ein paar Minuten köcheln lassen. Genauso steht es im Buch und genauso machen wir das jetzt. Was hängt da dran? Flecken überall. Ach nee. Na doch. Also hier zwischendrin kommen sogar schon die Möhrchen. Ich muss unbedingt wieder Unkraut zupfen. Da warte ich jetzt, bis mal wieder ein bisschen trockener ist. Oh, hast du eine Gurke geerntet? Ja, die gibt's jetzt dazu. Hast du schon gegossen? Da ist noch batschnass, dann brauche ich halt gar nicht gießen. Nee, noch weil nicht. Wenn du so viel gießen, haben wir noch mehr Schnecken. Jo. Aber ich glaube, ich kann die Schnecken wieder füttern. Mit dem blauen Viagra. Ja, so sieht's gerade im Gewächshaus aus. Ja, kurzer Gartenausflug. Gehen wir wieder vor. Nils, sind die paar Minütchen um? Ich denke. Ja, ich denke auch. Das riecht doch schon sehr gut. Oh ja. Also das Paprikamark, das tut sein Übriges. Ja, was steht hier als nächstes? Die Paprika und die Frühlingszwiebeln dringend schneiden. Ach, das hast du ja schon gemacht. Check. Und mit in den Dutch Oven geben. Klatsch. Den Frischkäse hinzufügen. Jetzt gleich? Ja. Den Frischkäse hinzufügen und gut umrühren. Soll er? Schmeiß rein. Muss ich mal auskratzen. Aber da das bloß 400 Milliliter Flüssigkeit waren, glaube ich, hole ich noch einen kleinen Schluck Wasser und füge den noch hinzu. Ich glaube, die Idee ist gut. Ja. Rühr du schnell auf, ich hole schneller Wasser. Jawohl. Gleich mit Flüssigkeit, super. So. Danach schreiben sie, Deckel auflegen, den Topf mit 9 Briketts darunter und 15 Briketts darauf befeuern und für ca. 20 Minuten köcheln lassen. Ich denke, wir ziehen unten einfach bloß ein paar Kohlen raus. Von oben würde ich den jetzt gar nicht befeuern. Warum auch? Nee. Das sehe ich auch nicht. Ein paar Kohlen unten raus, weil sonst wird es zu viel. Und ja, Deckel drauf und vor sich hin köcheln lassen. Geht das so, dass ich anheben? Ja, heb mal an. Hau ruck. Weil der hat hier auf alle Fälle trotzdem die Strahlungswärme von, ja, von außen. Ringsrum. Und ja, Leute, ich sag, das reicht vollkommen aus. Gut, stell wieder drauf. Nicht, dass das schwer ist. Wie ist das schwer? Ah, nee, heiß. Du hättest auch einen Handschuh nehmen können. Ja. Hättest du was sagen können. Minuten? Läuft die Cam überhaupt?
Oh ja, Gott sei Dank habe ich sie dieses Mal angemacht. Jo, dann wären wir soweit. Die 20 Minuten sind definitiv rum. Hau da ruck. Ich glaube, den Deckel kann ich so schnell runternehmen. Bisschen abtropfen lassen. Ja? Man reiche mir bitte die Sahne. Stimmt, leg mal deine Gabel dahinter. Und dann rühren wir ganz einfach noch die. Die hast du wieder nicht aufgeschüttelt. Bei Sahne geht das. Da ist der ganze Schlagrahm da oben drin. Der ist für dich. Tja, und somit wäre das Essen fertig. Also über Soße können wir, Soßenmangel können wir uns heute mit Sicherheit nicht beschweren. Aber ich frage mich immer noch, warum man da einen FT9 dafür nehmen sollte. Alles nach Vorschrift. Alles nach Vorschrift. Guck mal, Jill. Willst du hier heute essen? Ja. Schatz, tust du mir bitte etwas Reis drauf? Ja, also essen. Dann nicht runter. Ist das wieder gut? Nein, das geht wohl. Da. Runter, runter. Ich will auch essen. Ja, geht ja alles gleich los. Geht alles gleich los. Ja. Aber du weißt schon, voll in die Mitte. Genau so machen wir das jetzt. Ich habe gesagt, etwas Reis. Mach mir da den ganzen Teller voller Reis. Wer soll denn das essen? Na du. Reicht schon. Wo soll ich da jetzt noch ein Fleischschnei bringen? Da bringst du doch eins drauf. Mal schwarz. Also. So sieht das gut aus. Der gibt dir was ab. Dein Teller. Jawohl. Man muss doch nicht alles auf einmal auf den Teller drauf wuchten. Man kann sich doch nachnehmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken hat's noch geheißen. Das machen wir nachher. Auf den Teller, wer will. Nächster Teller, bitte. Jawohl, machen wir erstmal nachher. Das ist Chilis. Ich mag mehr Soße. Ich mag mehr Soße. Ja, das glaube ich, wenn man so viel Reis auf dem Teller hat. Was willst du denn jetzt eigentlich? Ein bisschen lästern, ein bisschen meckern. So, gut, alles gut, Lars. Erreicht! Jetzt darfst du gleich essen. Ja, da war ja gar kein Fleisch drauf. So, der nächste Teller. Ganz klar Soße. Ja. Ja, noch ein bisschen Paprika. Noch ein bisschen Soße. Gut so? Das sieht sehr gut aus. Ich puste mal bitte. Und ein. Dass die Frauen alle so viel Reis drauf tun. Und guter. Guten Appetit. Sagst du auch? Guten Appetit. So, Freunde. Und dann wollen wir das Ganze mal probieren. Das Essen laut. Ob es trotz der Änderung, was wir vollzogen haben, lecker schmeckt. Kannst du auch probieren. Richtig geil. Kannst du runter? Richtig gut. Mhm. Also ich tue weder Salz noch Pfeffer rein. Nee, ich auch nicht. Mhm. Sehr, sehr gut. Boah. Und endlich geiler Gurkensalat aus dem eigenen Garten. Oder Gewächshaus. Das liegt ganz schön. Das machst du nicht. Richtig gut.
lecker. Wir essen jetzt und nach dem Essen machen wir noch ein kleines Fazit, oder? Jawohl. Jawohl. Jo, was wollte man eigentlich noch? Das Fazit. Ja, genau. Also Freunde, ich muss euch eins sagen. Das Buch ist wirklich klasse. Sehr gut. Du hast auch schon komplett durchgeblättert, durchgeschmökert. Und was sind 10 Euro? Lächerliche. Nee, nicht einmal 10 Euro. 9,99 Euro. Ja, genug der Werbung. Ja, danke nochmal am Hehl Verlag, dass ich das Buch bekommen habe, zur Verfügung gestellt. Ich find's gut. Und das Essen war richtig lecker. Richtig gut. Ja, auch mit dieser kleinen Abwandlung, die wir drin gehabt haben. Geil. Also das mit dem Paprikamark, muss ich sagen, war wirklich noch ein Sahnehäubchen drauf. Oh ja. Ja, also zu meinem Tomatenmark jetzt werde ich auch immer ein Paprikamark da haben. Ich auch. Schweres Wort, gell? Ja. Sag's mal. Paprikamark. Wie lange hast du geübt? Die ganze Zeit. Ja, Leute. Also wie gesagt, ich kann dieses Büchlein nur empfehlen. Ich verlinke es auch noch unten drunter. Und ein Top-Essen. Super. Dazu lässt sich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Nicht nachgewürzt, gar nichts. Ja, richtig geil. Klaus, sein Putt-Putt, super. Ja, genau. Klaus, dein Gewürz, auch das nächste, was man probiert hat. Oder was? Ja, was wir jetzt probiert haben, 1A. Und ganz zum Schluss, jetzt muss ich noch eine schlechte Nachricht überbringen. Für alle, wo mein Leberkäse-Video gesehen haben, wo bei meinleberkäse.de bestellen wollten. Im Moment sieht es leider, wo ist jetzt die Seite hin? Im Moment sieht es leider so aus. Die arbeiten mit Hochdruck dran, dass sie wieder online gehen können. Aber im Moment geht es halt nicht. Aber man kann ja an die E-Mail-Adresse schreiben, ob man vielleicht trotzdem was geliefert kriegt. Wie auch immer. Mehr weiß ich momentan auch noch nicht. Aber die arbeiten dran. Du hättest auch gerne einen Leberkäse bestellt wahrscheinlich. Ja. Scheiße. Ja, das kommt. Ja. Mach ich trotzdem. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Wann kommst du das nächste Mal? Jo, entweder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Dass der immer bloß alle paar Jahre kommt? Ja, dann geht der Grilljunkie eben auf Tour. Schauen wir mal. Wenn ich die Tour wieder mache, wenn eine Einladung kommt, schau bei dem Verrückten auch vorbei. Die Einladung hast du schon. Alles klar. Dann haben wir schon eine Station auf meiner nächsten Deutschlandtour. Ganz oben. Jo. Was? Oh Gott, noch mehr Spritkosten. Egal. Zieh durch. Leute, wir sehen uns. Ich sag mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wem es gefallen hat, Däumchen nach oben. Vielen Dank, war wunderbar. Und Tschaikowski. Ciao.